Wir testen heute die neuen Reinigungstabletten. Weniger Müll, auf jeden Fall, aber halten Sie auch, was Sie versprechen? Das finden wir raus. Viel Spaß beim Zuschauen! Um die Putzkraft der unterschiedlichen Produkte zu testen, haben wir ein Szenario mit hartnäckigen Flecken geschaffen. Farbe, Wachs, Schokolade, Soße, Lippenstift, Edding und Kugelschreiber durften mit in den Praxistest. Für den Glasreiniger haben wir eine Fensterscheibe und einen Spiegel präpariert. Als Härtetest für den Badezimmerreiniger ein Waschbecken und die Allzweck- und Bodenreiniger durften ihr Können auf Parkett und Fliesen unter Beweis stellen. Erst wird gekleckert und dann nach einer Einwirkzeit von mehreren Stunden geklotzt. Los geht's! Im Starter-Set der Marke Cleanay sind neben den 6 Reinigungstabletten für Bad, Glas und Allzweckreiniger zusätzlich die passenden 3 Sprühflaschen zum jeweiligen Wirkstoff enthalten. Die Zubereitung der Tabletten und das Mischverhältnis mit Wasser ist bei allen Herstellern relativ ähnlich. Nach wenigen Minuten ist die Tablette vollständig aufgelöst. Der Glasreiniger der Firma Cleanay schafft an Fensterscheiben sowie Spiegeln die meisten hartnäckigen Flecken. Seine liebe Not hatte er allerdings dann doch mit Schokolade, Soße, Wachs und Lippenstift. Auch im Badezimmer hat uns die Reinigungskraft überzeugt. Auf Parkett ist der Allzweckreiniger von Cleanay auch überzeugend. Das erste Wischen entfernt noch nicht alle Flecken. Allerdings nach 2 Minuten sind die meisten Flecken verschwunden. Auf den Fliesen hatte kein Fleck eine Chance, außer Wachs. Aber da hatte jeder Reiniger so seine liebe Not. Die Produkte von Cleanay sind sowohl für Kinder als auch für Tiere unbedenklich in der Anwendung. Lasst uns die Welt ein wenig sauberer machen, am besten mit Everdrop. Im Starter-Set von Everdrop sind für 30 Euro 3 Sprühflaschen und Tabs enthalten. Es gibt das Starter-Paket auch ohne Sprühflaschen, dann für 15 Euro. Die Reinigungskraft der Everdrop Tabs hat uns überzeugt. Mit wenigen Wischern war die Glasscheibe wieder sauber, der Spiegel wieder frei und auch das Waschbecken wieder sauber. Ein paar kleine Rückstände gab es, doch das war bei allen Reinigern recht ähnlich. Auch auf dem Boden konnte alles bis auf Wachs, Kugelschreiber und Edding entfernt werden. Auf den Fliesen hatte der Reiniger leichtes Spiel. Nur das Wachs ist eine echte Herausforderung. Mit viel Liebe kommt das Starterpaket von Everdrop daher und hat sogar an die geeigneten Putzlappen gedacht. Die Verpackungen sind zu 100% frei von Kunststofffolien, Aluminium und optischen Aufhellern sowie weiteren schädlichen Stoffen. Das Starterpaket von BioBaula gibt es gleich in 2 Ausführungen. Zum einen besteht aus 3 Tabs, zum anderen inklusive 2 Sprühflaschen aus Glas. BioBaula ist übrigens der einzige Hersteller in unserem Test, der Glasflaschen verwendet. Neben den Tabs, die wir heute getestet haben, hat BioBaula auch noch Waschmitteltabs und Reinigungstabletten für das Auto. Das Reinigungsergebnis von BioBaula hat uns durchweg überzeugt. Auch im Badezimmer konnte BioBaula zeigen, was es alles kann. Ein bisschen Soße, etwas Schokolade und das Wachs blieben am Ende doch noch übrig. Wie alle anderen Reiniger auch, hat BioBaula seine liebe Not mit unserem Parkett. Auf den Fliesen ging es dann schon schneller.
BioBauler benutzt für seine Produkte 100%ig biologisch abbaubare Inhaltsstoffe. Das Starterpaket der Blauen Helden beinhaltet 3 Flaschen und 6 Tabs. 2x Wartezimmer, 2x Glas und 2x Allzweck. Die Reinigungskraft war wirklich überzeugend. Ob auf unserer Fensterscheibe, im Badezimmer oder an unserem Spiegel. Die meisten Flecken, die alle anderen Reiniger geschafft haben, hat auch der Blaue Held mit Leichtigkeit weggewischt. Der Allzweckreiniger erinnert an Limetten. Der Badezimmerreiniger nennt Zitrone. Der Glasreiniger riecht etwas nach Apfel. Die Reinigungstabletten der Firma Denkmit gibt es im Zweierset bei DM. Und zwar in den Ausführungen Multiflächen sowie Badreiniger. Der Denkmit Badreiniger beseitigt lästige Verschmutzungen auf Waschbecken, Badewanne, Dusche, Kacheln sowie Armaturen. Auch auf Holz, Fliesen haben Flecken keine Chance. Bei Blaue Helden sind die Produkte zu 100%ig biologisch abbaubar und komplett frei von Tierversuchen. Bei Denkmit haben wir einen echten Preishit und trotzdem eine starke Reinigungsleistung. Cleanel benutzt bei seinen Flaschen 100%ig recycelte Materialien und das bei durchweg ansprechender Optik. Everdrop verzichtet auf das Unnötige, also kein Plastik, kein Aluminium und keine optischen Aufheller. BioBauler kommt sogar ohne Chlor aus und die ganzen Zertifikate sprechen eindeutig für sich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und immer schön sauber bleiben!